Leute, was geht ab, Leute? Komm hier. Ich treffe mich mit einem Kollegen. Sein Name ist Tati. Ihr kennt ihn vielleicht noch. Vielleicht erinnern sich ein paar an ihn. Wir gehen ein bisschen spazieren, vielleicht ein Eis essen, vielleicht ein Bubble Tea trinken, vielleicht Döner essen. Je nach Lust und Laune und Stimmung. Denn ich wollte ein paar Sachen mit ihm bereden, besprechen. Es geht um den Kanal oder einen anderen neuen Kanal. Die Zukunft, was man so machen kann, ob er am Start ist, ob die anderen am Start sind, all dies, das. Cut, denn ich muss niesen. Wir hatten früher schon mal einen Kanal und es wird halt immer gelabert. Yo, Jungs, lass uns dies machen, lass uns diesen Channel machen, lass uns Fresh-Channel machen, lass uns Koch-Channel machen, dies, das. Aber es wird dann natürlich nie durchgezogen, weil der Einzige, der was machen würde, wäre ich. Und es ist halt schwer, die Jungs zu organisieren und dass sie am Start sind, vor allem am Anfang, wenn es halt noch um gar nichts geht. Aber da ist halt das Wichtige. Man muss sich halt echt reinsteigern und ist halt, das meiste ist halt nur Gelaber und ich lasse sie halt labern, weil ich hatte bisher immer meinen eigenen Kanal, den Pogo-Kanal. Ich habe mich darum gekümmert und keine Zeit gehabt für die anderen. Keine Zeit und keine Lust, aber ich wusste halt auch, dass die anderen nie vollherzig mit dabei sein werden. Aber vielleicht kann man die Leute mobilisieren. Aber dazu brauche ich erstmal Tati, denn er ist so der Gruppenleiter, sag ich mal. Hier seht ihr die Propyläen. Propyläen, Glyptothek, Königsplatz, sehr schön. Kann man auf jeden Fall immer gerne abchecken. Ich hoffe, es geht ab. Alles klar? Passt schon. Auch meine Meinung. Also, bisschen Verschwörung. Bisschen Verschwörung, da bin ich absolut dafür. Aber von wem? Von wem? Ja, von wem? Ist ja unwahrscheinlich, dass ich die Staatsoberhäupter von allen Nationen irgendwie auf dasselbe geeinigt haben, jetzt irgendwie Panik zu machen. Warum nicht? Warum nicht? Weil nicht jeder dieselben Interessen hat. Ja, vielleicht wollten einzelne Länder ihre eigenen Länder stärken, andere Länder schwächen, man weiß es nicht. Aber keine Ahnung, das ist schwierig zu erklären. Aber ich weiß, was du meinst. Schwierig zu erklären, aber mein Gott, also ich bin da nicht davon abgeneigt, ganz ehrlich. Weil das ist für mich viel zu. Die machen am Anfang ernst die Welle. Ja. Um Krankheit, um alles zu machen. Das. Und jetzt auf einmal innerhalb zwei Wochen Beschränkungen werden gelinder. Ja, das war nicht. Ja, das ist wieder normal. Das ist wieder normal. Und du hörst in den Nachrichten fast gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Kann ich sagen. Die haben gesagt, hier, Oktoberfest abgesagt. Ja, gleich hier im Vorfeld, hier, zack. Ja, das habe ich auch letztens gesagt. Sommerurlaub komplett weg. Ja. Weißt du, das machen die. Vollgas, haben die Vollgas gemacht und jetzt läuft aber gar nicht so. Ja. Das ist echt komisch. Und in Sachen Heilmittel, Medikament, Dingen hörst du eigentlich fast auch nichts. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die da gerade stehen. Ja? Wird was kommen, wird nichts kommen, dann muss ja irgendwann eine Prognose daherkommen. Also Wiesen wäre jetzt mit der aktuellen Lage auf jeden Fall nicht gecancelt worden. Na, das war schon ein bisschen vor. Wie nennt man das? Vorzüglich. Ja. Die haben prompt in kürzester Zeit wieder alles so aufgestockt. Ja. Erstmal durftest du gar keinen treffen, dann durftest du zwei treffen, jetzt darfst du 10 treffen, jetzt darfst du, keine Ahnung, es gibt ja wieder Veranstaltungen, darfst du machen, außerhalb, glaube ich, bis 100 Leute, in geschlossenen Reihen bis 50 Leute. Das ist alles. Alles normal. Und vor ein paar Wochen war das dann noch alles. Ja. Grüße gehen raus an Chong Banks. Ich habe seine Story gesehen. Ich hab mir gleich geschrieben, Mann. Oh mein Gott, CC schlägt wieder zu, Alter. Aber in dem Fall steht's für Corona-Chong. Er mit seinen ganzen Leuten da am Feier gewesen, denke ich auch so, okay, geil. Ja, aber an sich, wenn es keiner hat, dann hat's ja keiner. Ja, eben. Ja, aber das ist ja egal. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja der Punkt. Ja, es wurde, ich denke, aufgepusht, meinst du? Viel zu gepusht, ja. Viel zu krass gepusht. Das ist reine Angstmacherei gewesen. Hat aber auch gewirkt. Hat gewirkt, ja. Und viele haben davon profitiert.
profitiert. Siehe Markt und sowas. Bitcoin. Endspiele war ich. Es gibt aber auch Gastronomen, die Endspiele von, also Lieferando zum Beispiel. Oh ja, Amazon. Amazon. Ja. Puh, durch die Decke geschossen. Die Netflix. Die ganzen Supermärkte. Ja. Ja, auch volle Kanone. Ja. Also. Dann ist auf einmal, habe ich gehört, die wollten ja erst vor kurzem den Sommerurlaub komplett streichen. Jetzt okay. Ihr hörst von den ganzen Ländern, Italien, Türkei, was für sich, auf einmal bereiten die jetzt den Sommerurlaub vor für ihre Touristen. Die wollen ja dieses Jahr noch Touristen bekommen. Also ich verstehe das alles gar nicht. Da bist du Italien, Frankreich, das waren ja die schlimmsten Länder. Ja? Und auf einmal Italien, sollst du dann noch hinfliegen oder was? Also sorry. Also irgendwie ist alles ein bisschen echt ein bisschen strange. Und ich glaube an so. Sehr strange, ja. Ich glaube echt ein bisschen Verschwörung, warum nicht? Ja? Warum gibt es warum gibt es nicht fünf Menschen auf dieser Welt, die Macht über alles haben? Ja? Oberhaupt für nicht, alles. Ja? Gibt es eine Sicherheit? Ja? Warum nicht? Es gibt so viele reiche Leute hier auf dieser Welt. Oh ja. Das kann man sich nicht vorstellen, was die alles mit dir aus Langeweile machen und so. Die spielen mit Leben. Ja, ihr erwischt uns gerade. Am Ende eines längeren Gesprächs mit verschiedenen Themen. Offensichtlich gerade Verschwörungsthema und Thema Corona. Aber wie vorhin schon gesagt, wir haben auch allgemein ein bisschen geredet. Ich habe ihm von meiner Geschäftsidee erzählt, die ihr in den nächsten Jahren zu sehen bekommt. Hoffentlich 2021 Launch, aber da muss ich durchziehen. Und auch über den Kanal. Pokémon Go war gestern, ist vorbei. Ich habe so viele nicht komische Nachrichten, das ist eigentlich voll die netten Nachrichten, aber ein bisschen übertrieben, sage ich mal so. Als würde irgendwie voll so ein Lebensabschnitt enden oder so. Ist halt einfach nur ein Spiel, was ich halt weniger spiele jetzt. Wisst ihr? Aber dann merkt man, dass es bei vielen mehr als nur ein Spiel ist, oder? Ja, leider. Zu viel jetzt. Ein bisschen. Wieso? War schön, dich kennengelernt zu haben und so. Wir wünschen dir noch das Beste in deinem Leben. Leicht übertrieben. Aber trotzdem sehr nett. Grüße gehen raus an alle, aber. Ich hab gesagt. Es wird halt immer ein Teil vom Alltag sein. Wenn wir zocken auch. Oder gehen immer noch über Yu-Gi-Oh! Hier und da mal. Auch wenn wir das schon vor 4 Jahren offiziell eigentlich aufgehört haben. Und jedes Mal, wenn ich Dimi sehe, erzählt er mir davon, wie er seine Sammlung verkauft hat. Aber das nächste Mal hat er wieder Karten. Ich weiß nicht, was das ist. Oh ja, die kommen jedes Mal, Sammlung verkauft. Dieses Jahr wollten wir zur deutschen Meisterschaft fahren vielleicht, aber das ist ins Wasser gefallen. Das wäre sehr lustig gewesen. Und ihr hättet es gesehen. Nächstes Jahr GoFest. Vielleicht bin ich am Start. Was heißt vielleicht? Wahrscheinlich bin ich im Start. Verrückte Ideen. Auf jeden Fall. Ich hatte jetzt gefragt, er wäre am Start. Er will auch Sachen durchziehen jetzt. Sein Leben umkrempeln. Kollege Bargisch, er ist vor kurzem zurückgekommen. Er war 2,5 Jahre verschollen. Er hat eine Menge Selbstfindungen und sowas gemacht und hat jetzt wieder Schwung in die Gruppe gebracht, würde ich mal sagen, die irgendwie mal gestorben ist. Kann man das so sagen? Kann man sagen, ja. Eigentlich schon, man, die war echt tot, die Gruppe. Das war echt tot, keine Nachrichten. Ab und zu hat mal jemand was geschrieben, aber kein Mensch hat darauf geantwortet. Bis wir es dann geschafft haben, weiß ich noch, wo haben wir dann geschrieben, hat, Jungs, ich lade euch einen Burger, ja. Und wenn jemand was umsonst bekommt, sind wir alle dabei. Und dann hat es wieder alles angefangen. Ja, aber schon schade, dass es sich so entwickelt hat. Wie gesagt, das ist eine tolle Gruppe. Sehr, sehr... Individuell auch, ja. Aber das war nicht das Wort, das ich gesucht habe. Aber mir fällt das Wort nicht ein, egal. Kommt schon noch. We'll be right back.
Und ich sehe da viel Potenzial. Die Gruppe hat damals in Yu-Gi-Oh! mit ihrer Persönlichkeit überzeugt. Puh! Alter, die Videos sind immer noch legendär. Wenn ihr wüsstet, man. Alter, es gibt Videos. Legendär. Wir haben den Pokémon überzeugt mit unserem Charakter. Deswegen. Ey, ich sehe keinen Grund, wieso nicht es nicht weitergeht. Also, den nächsten Schritt. Kennst du noch Render Brain? Ja, Mann. Damals war er ja so krass, ja, weißt du noch, so krass. Aber wenn du jetzt vergleichst, ich bin krasser momentan, in meiner momentanen Lage, als er es ist. Das heißt, ich habe sein Level schon überschritten. No front, no hate. Damals war das so. Damals war er so überkrass, das Maß aller Dinge. Deswegen, es geht immer weiter. Und auch jetzt, Spieletrend ist momentan das Maß der Dinge, aber wenn man es mit YouTube allgemein vergleicht und jetzt kein Hate an Spieletrend, 30.000, 40.000 Klicks ist eigentlich nichts in der großen, weiten YouTube-Welt. In unserer Szene, in unserer Bubble ist er halt der King. So wie damals Random Brain der King war in Yu-Gi-Oh! Germany. Aber wieso nicht ihn übertrumpfen? Spricht nichts dagegen. Vor allem nicht mit dieser Truppe. In der Theorie, aber in der Praxis halt alle zu organisieren. Zu machen, anstatt zu labern. Das ist nicht immer so einfach. Team Babu Team hier. Servus. Seht ihr, Yu-Gi-Oh! Geschichten vergisst keiner. Keiner vergisst die. Wenn man vom Teufel spricht. Wir sehen uns gleich noch. Jeder hat die Zeit, echt beizukommen, viel zu erreichen im Leben. Ne? Meinst du jeder von uns oder jeder Mensch? Jeder Mensch. Ja. Aber leider, glaube ich, gibt es bei Menschen immer eine Sache, die Gemütlichkeit. Es reicht mir die Sicherheit. Oder was ja, das ist es. Ja. Und ich glaube, das hindert viele einfach weiter über sich hinaus zu wachsen und selber wirklich das durchzuziehen. Und wenn wir es, ich glaube damals, weiß nicht, damals, wir waren echt, hat Spaß gemacht, war ich echt cool, aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie, als es ernst wurde, haben wir uns irgendwie selbst sabotiert. Ja, eigentlich schon, ja. Irgendwie so, da, genau da ist es auseinandergebrochen, ja, obwohl es... War echt komisch. Da ist losging, ja. Der Hype ist gekommen, die Sponsoren sind gekommen. Was aber an sich nicht so schlimm ist, weil es hat sich alles zum Besseren entwickelt. Yu-Gi-Oh! Hatte seine obere Grenze und das ist Random Brain, mehr geht da nicht. Und die haben wir schon überschritten, also. Es hat auch seine guten Seiten, alles hat seine guten Seiten, aber. Ich habe viel aus damals gelernt. Das würde. Würde, glaube ich, nicht nochmal passieren, so. Das ist wichtig, wenn man Fehler macht. Fehler zu machen ist wichtig, sich Fehler eingestehen ist wichtig und die Fehler nicht mehr, dann nicht mehr zu wiederholen. Das ist davon wichtig. Zu lernen, ja. Und so wird man immer stetig besser. Ja. Und wir werden sehen. Also ich bin ernst gehalten, Mann. Ich bin echt gehalten. Gehalten, auf was denn? Ja, auf einfach jetzt auf die Zukunft, Mann. Auf die nächsten Wochen, Monate, weil ich einfach erkannt habe, dass es einfach echt keinen Sinn hat. Es hat keinen Sinn, so zu denken. Ich persönlich habe auch so gedacht. Und das will ich nicht mehr. Ja, das ist auch schwierig. Wenn man die Möglichkeit hat, wir hätten die Möglichkeit, wir haben echt cool, wir sind echt eigentlich eine gute Truppe. Ja. Jeder hat seine Stärken. Das hat man nicht so oft. Und das habe ich vorhin schon erzählt. Die erfolgreich sind, die sind nicht unbedingt besser, krasser, sympathischer als wir. Deswegen, das Einzige, was uns hindert, sind wir selber. Da geht was, also wir werden sehen, was so geht, aber ich hoffe, ihr seid mit am Start und unterstützt uns. Aber alles ist offen, alles ist möglich. Noch eine Frage gibt es noch, bevor wir wieder gehen. Schau schon mit deinem Shiny Bumi. Oh yes, Leute. Shiny Bumi. Ein Lucky Trade geht immer. Falls man sich sieht. Aber wieder sauber, ne? Hi! 93. Und? Wir hören uns. Hoffentlich sehr bald. Das wird durchgezogen jetzt.
Just do it. Es wird jetzt hoffentlich durchgezogen. Das Leben ist kurz. Man kann nur was erreichen, wenn man es auch durchzieht. Es ist echt genug gelabert. Wir haben in der Vergangenheit viel gelabert, viel rumgespielt, aber... Und jetzt meine ich nicht nur YouTube, boah, Hong, du versuchst auf Kampf Erfolgreicher in YouTube zu werden. Nee, ich habe eine coole Idee mit ein paar Freunden. Entweder klappt es nicht oder entweder klappt es oder klappt es nicht, aber... Ich meine, das Leben allgemein jetzt. Ich meine nicht nur YouTube. Ich habe jetzt auch mal eine kleine Geschäftsidee. Das versuche ich zu starten, ansonsten habe ich meinen normalen Job. Da gebe ich auch alles, also... Es geht nicht nur um YouTube jetzt, aber es ist ein Projekt, in das ich glaube, eins von vielen momentan. Und man findet es nur heraus, wenn man es auch probiert. Weil die wenigsten im Leben probieren es. Labern nur, die machen andere nur runter, die verschwenden ihre Zeit auf Twitter oder in den Kommentaren und versuchen andere schlecht zu reden, anstatt selber ihr Leben hochzupushen. Das darf nicht mehr sein.